Heute wird es interessant, sehr interessant sogar. Das ist eines der Videos, auf welches ich mich am meisten gefreut habe in den letzten Tagen. Und damit geht's weiter mit ein bisschen Pokémon Go. Warum habe ich mich so sehr darauf gefreut? Ein 100% perfektes Stratini wird zu Dragonir, wird zu Dragoran. Und es wird niemals ein besseres Dragoran auf Level 29 und dann auf Level 30 und so weiter und so fort geben können, wenn ich die maximalen Power-Ups getätigt habe. 100% perfekte IV und ja, ich habe jetzt genügend Bonbons gesammelt, werde heute die Entwicklung durchführen, um warm zu werden. Erstmal 9,5 Kilometer Eier öffnen und es geht direkt los. Würde es das neue Buddy-Feature allerdings noch nicht geben, dann könnte ich die Entwicklung nicht durchführen. Blutzug ist relativ selten aus 5 Kilometer Eiern, muss ich sagen. 951 Sternenstaub. So, denn ich habe etwa 12 Bonbons bekommen durch das Buddy-Feature eben. Und das ist schon eine Menge. Genau, zweites Ei. Das sind, wenn man es umrechnet, 4 Dratinis bzw. 3 Dratinis und alle davon schickt man weg. Knofenser, auch schon lange nicht mehr gehabt. Das ist sehr gut, denn dann bekomme ich Candy, um Satzenia hochzuleveln oder Candy, um mir einfach ein zweites Satzenia zu entwickeln. Das wäre, nein, doch nicht, also ist insgesamt wirklich stark. Aber Satzenia, ich möchte es nur nochmal sagen, beziehungsweise ich kann es auch kurz zeigen, wenn ich die Szene noch finde. Ich hoffe, ich finde sie. Die fand ich nämlich ziemlich genial, nur kurz im Schnelldurchlauf. Ein 1200er Satzenia mit der 100% Ausweichtaktik hat ein 2300er oder so Aquana besiegt. Und das ist schon heftig. Also, Satzenia kann was. Und Nummer 3. Also, das sind mal wieder nur 5 Kilometer Eier. Leider kein weiteres 10er Ei bekommen. Mauzi! Ich habe schon zu viele Snobilli-Cuts, aber kann trotzdem direkt wieder ein neues machen, wenn ich möchte. Vielleicht wird es genau dieses. Mal schauen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich möchte demnächst über die regionalen Pokémon aus Eiern sprechen. Traumato. Das wird allerdings nicht heute anstehen, weil ich nicht länger warten möchte. Ich will endlich Dragoran besitzen. Und deshalb, das muss heute geschehen. Na, das könnte vielleicht sogar ein gutes Hypno werden. Mal schauen. Mache ich einen Favo dran und es geht weiter. Ich hätte auch gerne mehr 2 Kilometer Eier, um ehrlich zu sein. Ich meine, die brüte ich nie parallel aus, denn die Zweier, nochmal Knofenser, die Zweier Eier, die brüte ich immer mit dem unendlichen Inkubator aus, niemals mit den gekauften. Aber da noch so einen guten Starter, ein besseres Glumanda oder so, da hätte ich auch nichts dagegen. Man hat sogar fast irgendwie das Gefühl, die Zweier-Eier sind seltener als die Fünfer-Eier. Also vom Seltenheitsgrad würde ich sagen, Fünfer-Eier, dann Zweier-Eier, dann Zehner-Eier. So in der Art. Ja, klingt komisch, ist aber so. Früher dachte ich immer, die Zweier-Eier sind die miesesten, weil, also die häufigsten, weil ja da Taubsi und Raupi und so rauskommen kann. Na egal, and on. Oh. Fragezeichen. Und es geht schon langsam wieder dem Ende zu. Nebulak ist auch sehr selten. Zumindest hatte ich Nebulak noch nicht als... Sorry, dass ich immer so schnell klicke hier. Dann sieht man die Bonbons und den Sternenstab gar nicht so gut. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen. Ich besitze schon ein 95er Gengar. Aber kann man ja auch mal entwickeln. Wird ebenfalls favorisiert. Schön. Heute gibt es abwechslungsreiche Pokémon aus den 5 Kilometer Eiern, muss ich sagen. Hatte ich alles schon länger nicht mehr. Yes! Machalo. So ist das fein. 69 Bonbons. Ich denke mal, da muss ich Macho wieder ein bisschen hochleveln. Oder ich hole mir einfach ein zweites Macho sozusagen. Den nenne ich dann aber anders. Ist insgesamt wirklich stark. Ach, schade. Na gut, aber trotzdem. Nicht so schlecht. 69. Ich glaube, das ist dann das letzte Ei. Und das ist gut so, denn dann kann ich mich endlich Goldini, Dratini zuwenden. 18 Bonbons und eine Menge Sternenstaub. Kurz bewerten, kann es im Kampf mit allen aufnehmen. Ja, ein Goldking, ich habe schon ein 95er oder so. Wie auch immer, kommt noch eins oder nicht? Ei oder nicht Ei, das ist hier die Frage, wie einst Shakespeare schon sagte. Nein, es kommt keines mehr. Das bin ich, das ist mein Charakter mit Dratini 91. Mit meinem Geburtsjahr, welches gleichzeitig auch die IV-Werte widerspiegelt. So, 61 Kilometer gelaufen, das heißt 10, 11, 12 Bonbons habe ich bekommen.
Dankeschön, liebes neues Buddy-Feature, das ist sehr fein. 128 Dratini-Bonbons, aber ich kann welche wegschicken. Also hier, so sieht's aus. 0 von 9 Eiern. Und dann Dratini, 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 das ist mein 100er, 618. Ich habe eins mit mehr Wettkampfpunkten, aber ich bin ein WP-Fanatiker. Quatsch, ich bin kein WP-Fanatiker so rum, sondern ein IV-Fanatiker und gute Attacken müssen es natürlich auch sein. Da kann ich einige davon wegschicken, vielleicht sogar ein Dragonier. Und jetzt, ich würde aber sagen, ich fange noch das eine oder andere, weil wenn man sich das so ausrechnet, ich muss, keine Ahnung, vielleicht 10 Level-Ups tätigen. Und da will ich noch ein paar Dratini-Bonbons fangen. Also werde ich jetzt zum Donaukanal laufen und, also bei uns in Wien, am Donaukanal, hat man große Chancen auf Dratinis. Das heißt, ich cutte jetzt einfach und melde mich später wieder. 6 hours later. Und da bin ich wieder. Ich konnte zweimal Dratini fangen. Eines davon, also ich konnte nicht zwei davon fangen, sondern zwei davon finden. Eines ist leider entwischt. Ja, und deshalb dachte ich mir, egal, ich entwickle jetzt mal Dragoran. Und wenn es gute Attacken hat, dann werde ich einfach bis zur nächsten Folge nochmal ein paar Dratini farmen für Bonbons, dann hochziehen und vielleicht sogar mit Dragoran ein bisschen was in der Arena ausprobieren. Die Eier, das ist gut, ich habe wieder ein 10 Kilometer Ei finden können jetzt nach diesen 9, aber ich würde mal sagen, es geht los und ich entwickle. Ich habe mir die Attacken so ein bisschen angesehen. Das Gute ist, Dragoran kann eigentlich gar keinen Griff ins Klo landen, wie zum Beispiel Gyarados mit Windrose. Es gibt zwar natürlich manche, die sind stärker, manche, die sind schwächer, aber im Prinzip sind alle gut. Hier nochmal kurz zusammengefasst. Kann es mit allen aufnehmen. KP, beste Angriff, Klasse, Verteidigung, Klasse, besten, die er je gesehen hat. Ich muss jetzt nebenbei natürlich die Kommentare ein bisschen einblenden, um mir Mut zu machen, um mir Glück zu wünschen, denn sehr viele Leute haben was zu meinem Dratini geschrieben. Die besten Attacken für Dragoran sind Feuerodem, obwohl Stahlflügel auch nicht so schlecht ist, Feuerodem und Drachenklaue. Genau, Hyperstrahl ist ebenfalls in Ordnung, Drachenpuls ist dann nicht so gut, aber im Endeffekt ist meiner Ansicht nach alles gut und deshalb werde ich dieses, ja, perfekte Dratini entwickeln zu einem Dragonier. Oh Mann, ich bin aufgeregt. Die Attacken bei Dragonier sind, glaube ich, noch relativ egal und danach bei Dragoran wird es sehr, sehr spannend, da bist du, Dragonier. Und das Gerücht, welches besagt, dass die IV sich nach der Entwicklung verschlechtern bzw. verbessern können, will ich auch direkt aushebeln. Kann es im Kampf mit allen KP beste, Angriff klasse, Verteidigung klasse, die besten, die er je gesehen hat. Das ist Quatsch. Die Werte bleiben immer gleich, auch bei einer Entwicklung. Oh Mann, 1098. Dieses Dratini bzw. jetzt Dragonier ist übrigens Level 22. Ich habe mir das ausgerechnet, ich kann es mal einblenden. Das heißt Level 22, ich bin Level 29, 7 Level Unterschied, pro Level kann man 2 Power-Ups tätigen. Bedeutet, die Attacken, Feuerodem und Wickel. Bedeutet, ich kann 14 Power-Ups bei Dragoran dann tätigen. 14! Das wird teuer. Da werde ich noch so 50 Candies farmen müssen in etwa, aber egal, das wird schon noch passieren. Noch dazu mit meinem Buddy. Möchtest du Dratini 100 entwickeln? Ja, möchte ich. Ja, ich will. Läuft die Aufnahme? Ich hoffe, die Aufnahme läuft. Oh Mann, wenn du nicht läufst. Du läufst. Perfekt. Oh Mann, jetzt kommt mein erstes Dragoran raus. Noch nie eins gefangen, noch nie eins gesehen bei in der Nähe, nirgendwo. Da ist es. Oh yeah, bitte gute Attacken, bitte gute Attacken, bitte, 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 bitte. Erstmal im Pokédex eintragen, Feuerodem Drachenklaue, Feuerodem Drachenklaue, Feuerodem Drachenpuls ist auch vollkommen in Ordnung. Ach so, Drachenpuls, naja, ich muss mal kurz mit Step ansehen, den Schaden pro Sekunde. Also, mit Step, Same Type Attack Bonus, folgendermaßen, ich blende es einfach ein, ist übersichtlicher. Drachenklaue 27,3, Drachenpuls 22,6 und Hyperstrahl 24,0. Also könnte ein bisschen besser sein anstelle von Drachenpuls, eventuell Drachenklaue, aber das Wichtige ist Feuerodem. Denn da sieht der DPS-Unterschied schon mal gewaltig aus. 15 anstelle von 11,3 mit Same Type Attacker Bonus und von daher sehr fein. 2200 Wettkampfpunkte
besitzt dieses Dragoran. Kann es im Kampf mit allen. Klasse, klasse, klasse. Beste, die er je gesehen hat. Jetzt sehe ich mir mal an, wie viel ich durch ein Power-Up bekomme. 50. Einfach so, direkt 50. Es hat sich leider nicht aktualisiert. Was ist denn los mit dir, Dratini 100? Direkt nochmal. Nächstes Power-Up, 2300. Wenn das so weitergeht. Moment, jetzt ist der Level 23. Noch 6 Level-Ups, also 12 Power-Ups. 12 mal 50, 600. Der kann auf 2900 raufgehen. Der geht auf 2900 rauf, wenn mich nicht alles täuscht. Ach du meine Güte, der Hintergrund ist zu hell irgendwie. Man kann die Wettkampfpunkte gar nicht so gut erkennen. Aber hier nochmal, 2350. Jetzt verschicke ich mal ein paar. Ich meine, so ein 12er Dratini muss ich mir nicht mal ansehen. Selbst wenn dieses 12er Dratini 100% hätte, würde ich es wahrscheinlich, naja, keine Ahnung. Die sehe ich mir an. 200 zumindest ist ganz, genau, ganz gut. Sorry, ich bin so nervös. Mein erstes Dragoran 100%. Dann Bewertung. Wirklich stark. Ebenfalls weg. Habe ich mir schon ausgerechnet. 80%, aber 80 ist auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Wegschicken. 84, dann was kann dieses Dratini? Insgesamt ganz gut. Viel Spaß damit, Professor Willow. Nächstes Dratini. Insgesamt ganz gut. Professor Willow, hast du noch Platz für ein paar Dratinis? Und dann 488, wo habe ich denn das? Insgesamt ganz gut. Wird ebenfalls verschickt. Jetzt habe ich 8, das heißt, 2 Level-Ups müssen sich mal noch ausgehen. Mindestens. 2400 Wettkampfpunkte, oh yeah, und 2450 Wettkampfpunkte. Eines verschicke ich jetzt noch, und zwar dieses Dragonier kann sich im Kampf noch verbessern. Manche würden jetzt sagen, was, bist du verrückt, 1200 Wettkampfpunkte und du verschickst das? Ja, tue ich, denn es hat sehr schlechte IV. So, Power Up und nochmal 2500. Könnt ihr vielleicht einen Schlagschatten nehmen oder so? Jetzt kann man es erkennen, die Farbe ändert sich da manchmal. Nach Wettkampfpunkten sortieren und raufscrollen. Ach komm, nehmen Sie doch die Scrollleiste. 2500, mein Dratini 100. Jetzt muss ich mir noch einen Namen dafür überlegen. Ich will auf jeden Fall die Zahl 100 einfließen lassen. Da muss ich noch überlegen, vielleicht weiß ich in der nächsten Folge dann mehr. Aber für jetzt war es das erstmal definitiv damit hier mit diesem Video. Ich bin ein klein wenig enttäuscht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich würde lügen, würde ich jetzt sagen, ja, bestes Dragoran der Welt. Denn Drachenpuls ist nicht das allerbeste, aber zumindest Feuerodem stimmt. Und 2 Drachenattacken, ja, von mir aus, okay. Aber beim Verteidigen in der Arena mal schauen, vielleicht macht er sich da ja ganz gut. 2500 Wettkampfpunkte, die KP sind auch relativ hoch. Ich bedanke mich recht herzlichst fürs Zusehen, für die ganzen Kommentare bezüglich des Dratinis. Und beim nächsten Mal ziehe ich Dragoran dann eventuell hoch. So 2800, 2900 Wettkampfpunkte dürften drin sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach nächstes Mal weiter.